Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Neue Folge von Kühnes Kochkanal. Wir machen heute wieder ein Süppchen. Spargelzeit, was liegt näher dran, als eine Spargelsuppe zu machen? Wir machen eine grüne Spargelcremesuppe und wünschen euch dabei viel Spaß. Zuerst machen wir eine klassische Gemüsebrühe. Salz, Wasser und Suppengemüse. Und hier sind unsere Zutaten. Von der vorher zubereiteten Gemüsebrühe brauchen wir einen halben Liter, eine gehackte Zwiebel, 500 Gramm Spargel, wobei wir die Spargelspitzen nachher zum Garnieren benötigen, 200 Gramm Babyspinat, eine Dose Kokosmilch, Kokoschips zum Garnieren, Salz und Pfeffer und was wir hier im Bild nicht sehen, aber unbedingt benötigen, sind 3 Esslöffel Olivenöl. Ja, dann kann es auch schon losgehen. So, jetzt geht's los. Die Spargelspitzen werden in 3 Esslöffel Öl angebraten. Ich habe Olivenöl genommen. Ungefähr 4 bis 5 Minuten müssen wir die anschwitzen. Danach nehmen wir sie wieder raus und stellen sie beiseite. Im restlichen Fett braten wir jetzt unsere Zwiebeln an. Und jetzt geben wir die restlichen Spargelstücke dazu. Ein halber Liter Gemüsebrühe kommt dazu. Und 200 Milliliter Kokosmilch. Sind 400 drin? Keine Ahnung, wo das sein. Nun kommt der gewaschene Babyspinat dazu. Ungefähr 3 Minuten lassen wir den mitköcheln. Ich werde schon mal gleich mal ein bisschen Salz mit reinmachen. Und ein bisschen Pfeffer. Umgerührt ein bisschen. Und danach pürieren wir die ganze Soße. Machst du den Deckel noch zu oder bleibt er auf? Nee, ich denke nicht. Das ist so. Gut. Kurzes Fazit, haben wir vorher noch nie gemacht, immer nur die klassische Spargelcremesuppe. Ihr werdet es nicht bereuen, probiert es aus. Der Aufwand ist nicht allzu hoch, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Probiert es einfach aus. Hat es euch gefallen, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr unten rechts, wenn ihr möchtet. Ja, was bleibt mir weiterhin zu sagen? Vielleicht nächste Woche wieder hier. Bis denn.